So, hallo, guten Abend. Ich bin also jetzt hier wieder im Wildpark in Schweinfurt und da ist ein großes Zeltlager aufgebaut vom Technischen Hilfswerk. Jetzt habe ich vor der Kamera, wer sind Sie? Können Sie sich kurz mal vorstellen? Tamara Gelbke, Öffentlichkeitsbeauftragte THW Schweinfurt. Was findet denn hier statt? Was macht ihr denn hier im Wildpark? Das ist ein Jugendzeltlager vom THW. Das findet einmal im Jahr statt. Und dieses Jahr findet es in Schweinfurt hier im Wildpark statt. Es sind in Summe 105 Jugendliche von 10 bis 17, die von Donnerstag bis Sonntag die Zeit hier oben verbringen, inklusive Zelten. Und in diesem Zeitraum verschiedene Wettkämpfe durchführen. Ja, was werden da so im Einzelnen gemacht? So ein paar Stichpunkte. Wir hatten zum Beispiel heute die Wildpark-Rallye. Morgen kommt dann eine Stadtrallye, da müssen einzelne Aufgaben, Fragen zu der Stadt Schweinfurt beantwortet werden. Es ist dann auch noch am Schweinfurter Baggersee im Klettergarten sind dann die 105 Jugendlichen und auch ein Schlauchbootrennen findet statt. Und das Ganze geht dann in eine Bewertung und am Samstagabend ist dann die offizielle Siegerehrung. Also gut, am Sonntagabend ist vorbei alles. Genau. Da können die Jugendlichen wieder heimfahren. Ja. Wo kommen sie denn alle her? Sie kommen aus, klar, Schweinfurt, Forchheim, Staffelstein, Bamberg, Kissingen, Kitzingen. In Summe sind es 9 Ortsverbände, die hier teilnehmen. Oh Gott, das ist doch kein Wahnsinn, gell? Kommen wir da in einen ganz schön großen Bereich. Also dann, viel Vergnügen. Ich darf die Begrüßung übernehmen. Und zwar darf ich begrüßen einmal unseren Oberbürgermeister und Schirmherrn, den Sebastian Remmele. Dann darf ich begrüßen unseren Landrat und Landkreis Schweinfurt, Herrn Harald Breiterer. Dann darf ich begrüßen von der Stadt Schweinfurt auch den Treiber, beziehungsweise ich sage mal hier den Chef des Wildparks, den Herrn Leier. Dann auch von der Stadt Schweinfurt. Vielen Dank. So läuft das für uns. Dann darf ich auch begrüßen von der Stadt Schweinfurt den Stadtbrandinspektor Karl-Heinz Thiemer. Gesehen habe ich auch den Herrn Lehret von der Rettungsleitstelle bzw. von der integrierten Leitstelle jetzt mittlerweile. Dann darf ich weiterhin begrüßen von dem Kreisverbindungskommando der Bundeswehr, Herrn Ritzmann. Dazu noch seinen Bundeswehrkollegen von der Reservistenkameradschaft, der erste Vorsitzende, Herrn Rode. Und natürlich darf ich auch begrüßen den Chef der Stadtwerke, heute das erste Mal mit THW in Kontakt, Herrn Stebutan. Der Landrat und ich, wir sind uns bewusst über die Begeisterung, die lange Grußworte insbesondere bei jungen Menschen auslösen. Deswegen hat er mich gebeten, hier auch für den Landkreis mitzusprechen. Ich werde auch nicht dieses Wasserreservoir für meine lange Ansprache aufbrauchen müssen, sondern darf mich hier sehr kurz fassen. Ich möchte Sie und euch alle sehr, sehr herzlich im Namen der Stadt Schweinfurt, aber auch des Landkreises Schweinfurt hier im Wildpark begrüßen. Ich freue mich sehr, dass Sie jetzt zum zweiten Mal innerhalb der letzten 6-7 Jahre Schweinfurt als Basiscamp für euer Zeltlager ausgesucht habt. Der Wildpark, wie ihr seht, erfreut sich höchster Beliebtheit. Das hängt nicht nur mit seiner hohen Attraktivität zusammen, sondern auch damit, dass er unentgeltlich ist. Und es ist uns eine Ehre und auch eine Freude, dass ihr hier eure Zelte im wahrsten Sinne des Wortes aufgeschlagen habt. Ihr seid, soweit ich das für Schweinfurt sagen darf, eine tolle Truppe. Ich nehme an, das ist aber überall der Fall. Ihr spottet dem Klischee, dass die Jugend sich nicht mehr engagiert, dass die Jugend uninteressiert ist, dass sie nur noch Dinge tut, die ihnen gerade nützen, sondern ganz im Gegenteil. Die Jugend des THW freut sich großer Beliebtheit, hat großen Zulauf und ich möchte euch auch im Namen des Landrates wie der gesamten Stadt natürlich mal herzlich für euer
ehrenamtliches Engagement danken, denn ich weiß, dass der THW sich nahezu ausschließlich aus ehrenamtlichen Kräften zusammensetzt und dass ihr hier für den Katastrophenfall zur Verfügung steht, verdient zumindest mal den Applaus der hier anwesenden Ehrengäste. Ich denke, diese Mischung aus Technik und Kameradschaft, die ihr sucht, werdet ihr beim THW finden. Ich wünsche euch eine glückliche Zeit beim THW, natürlich aber auch eine frohe Tage und Abenteuer, ein bisschen Abenteuer natürlich hier auch in den 4 Tagen, die ihr in Schweinfurt verbringt. Vergesst diese Tage nicht. Ich hoffe, sie bleiben euch in bester Erinnerung. Ihr seid uns selbstverständlich immer wieder herzlich hier willkommen. Kommt wieder nach Schweinfurt, hier in Schweinfurt viel Freude und dann zum Duschen wegtreten, oder wann machen wir das? 18 Uhr, glaube ich, ne? 18 Uhr, dann Duschzeit, wie ich gelesen habe. Also, schönen Aufenthalt in Schweinfurt, auf bald. Danke. Ich glaube, Sie haben euch ein attraktives Programm geboten. Ich hoffe, ihr nützt es. Ich hoffe, ihr fühlt euch wohl. Ihr habt viel Spaß. Ich drücke etwas die Daumen fürs Wetter und darf hier mit euer GfB Jugendzeltlager 2012 in Schweinfurt ganz offiziell eröffnen. Viel Spaß weiterhin. Dankeschön. Was passiert jetzt? Wo ist denn die Schweinfurter Sektion? Ha ha ha.